Sind wir scharf? Das habe ich die letzten 11 Male auch gesagt. Bin ich scharf? Du bist eindeutig scharf. Hallo und herzlich willkommen zu diesem 5-Minuten-Update. Ich glaube, ihr wisst, was das Ganze ist, was das für ein Format ist. Das muss ich nur mal erklären, oder? Nein, du weißt es mittlerweile. Diesmal in ganz anderen Kulisse hier. Diese Wand hier kennt bestimmt der ein oder andere. Das ist eins unserer letzten Projekte gewesen. Beziehungsweise die kommen jetzt raus. Genau. Und wollen wir die Leute, also das Projekt für dieses Jahr, ne? Also wir werden natürlich jetzt nicht aufhören oder uns trennen oder, ja, wir waren ja noch nie zusammen, ne? Ja, echt mal. Ja, Steffi schwanger ist und ich weiß nicht was alles. Corona. Nein, das ist alles Corona-Speck und so, ne? Genau. Ja, darum soll es aber nicht gehen. Genau. Also das ist das letzte Video oder das letzte Projekt für dieses Jahr und wir freuen uns auf das nächste Jahr. Wir wollen eigentlich auch dieses 5-Minuten-Update richtig kurz halten. Ihr wisst ja, im 5-Minuten-Update verlose ich immer so eine schöne Mr. Handwerk-Tasse. Mhm. Den Gewinner blenden wir jetzt, komm, hier ein, könnt ihr euch anschauen. Beziehungsweise vielleicht bist ihr dabei, herzlichen Glückwunsch. Genau. Alle Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung. E-Mail-Adresse einfach anschreiben und dich melden und mir die Farbe der Tasse mitteilen. Und dann ist es so, es gibt für diesen Monat oder für das neue Jahr gibt es dann keine Tassen mehr. Wollen wir ehrlich sein? Sind wir ausgegangen. Und ist echt, ja. Dann neue. Nee, ich will ein neues Design haben, ich will neue Tassen. Ich will, dass du eine weibliche Mr. Handwerk-Tasse mit einführst oder machst. Mrs. Handwerk? Mrs. Handwerk, genau. Für neue Formen und Farben wäre ich auch für. Genau, und das setze ich mir dahinter, ne? Und dann gibt es da neue Tassen im neuen Jahr. Genau, das dazu. Dann möchten wir uns eigentlich, wie gesagt, ich will das 5 Minuten ziemlich kurz halten. 5 Minuten schaffen wir nicht, aber... Doch, wir sind schon mal... Ich möchte mich einfach bei euch bedanken, oder wir. Ja, wir, genau. Bei unseren Abonnenten. Für alle, die fleißig immer kommentieren und auch wirklich immer stetig, egal wo, ob Facebook, Instagram, YouTube. Also wir lesen das alles und wir nehmen das alles auf. Also auch wenn wir mal nicht antworten, seid gewiss, dass wir das gelesen haben und uns auch immer wirklich darüber freuen und auch dankbar sind für alle, die da so hinter uns stehen und immer wieder motivieren. Und genau, das macht das ja aus. Ne? Das macht es aus. Und natürlich gab es, wir haben auch gerade die kleine Diskussion gehabt, es gab weniger Bauprojekte dieses Jahr. Manche dachten, wieso, wir sind nur am Arbeiten, wir sind nur am Tun. Gott, wir sind nur am Arbeiten, gefühlt wirklich 24/7 stetig. Und ich dann so, wie, es gab keine Projekte. Okay, weniger in der Garage, wir haben jetzt keine... Was heißt in der Garage? Werkstatt. Schrank, okay, wir haben aber auch Schränke gebaut. Es war geteilt, ja, es war viel los. Vielleicht geht es im nächsten Jahr mit anderen Projekten weiter. Ne? Also ich habe, ich persönlich, oder wir haben, glaube ich, viel geplant für 2022. Also ich will auch nicht so viel verraten, aber ich hatte ja schon mal irgendwann mal das Thema angeschnitten, so neue Werkstatt und so. Also da ist vieles in meinem Kopf, in Planung, und aber wo genau die Reise hingeht, das weiß man letztendlich nicht so genau. Aber ich habe da... Plan ist auch immer nicht... Er hat da schon ein paar Sachen im Kopf. Genau, es wird irgendwas Neues kommen auf euch, das steht definitiv fest. Und wir wollen uns einfach bei euch bedanken. Für die Leute, die noch hinter uns stehen, auch wenn mal kein Bauprojekt rauskommt und was anderes. Genau, wir uns auch immer stetig verteidigen. Also ja, vielen Dank dafür. Es ist ja wie ein wirklichen Leben. Ne? Mal läuft es top, mal flop, oder mal es gibt Höhen und Tiefen im Leben, und so ist das nun mal. Genau. Genau, und das dazu. Nicht nur bei den Leuten wollen wir uns bedanken, sondern auch bei unseren großartigen Partnern. Genau, die uns unterstützen mit Materialien, mit dem Background, mit dem Hintergrundwissen. Unter anderem unser Kooperationspartner, der uns viel mit Materialien versorgt, ist Plattenzustand 24. Ja, mega. Unter anderem hat er die Schiebetür uns dort unterstützt. Und ganz bei vielen tollen Projekten, muss ich sagen. Genau. Also wirklich. Herzliches Dankeschön dazu. Einen Rabattcode findet ihr auch direkt in der Videobeschreibung verlinkt, auch jetzt die Webseite und Instagram. Dann gefolgt von Wolfkraft ist auch ein ganz großer Partner von uns, der uns schon jahrelang kräftig unterstützt mit Werkzeugen, mit Fachwissen. Und wir sind wirklich dankbar, dass wir den Partner oder alle Partner, die wir jetzt aufzählen, haben. Herzlichen Dankeschön an Wolfkraft. Auch alle Infos dazu findest du direkt unter dem Interviewbeschreibung verlinkt. Dicht gefolgt, oder beziehungsweise alle haben den gleichen Rangwert. Ne? Bosch, Home and Garden. Da haben wir auch viele Projekte die letzten Jahre gedreht. Recht herzlichen Dank dafür, für die Serie Bosch Grün, ne? Mit diesem 18 Volt Akku, Powerful All. Ja. Auch dafür ein Dankeschön für die gesamten Maschinen, die wir von euch bekommen haben, beziehungsweise gesponsert worden sind. Die Akku-Allianz.
genau. Sehr cool. Dann haben wir noch Duplicolor. Duplicolor. Genau, die uns mit Spraydosen, mit Farben, mit verschiedenen Reiniger, mit Ölen, also ja. Ne, die ganze Palette unterstützen mit Spachtel und so weiter und so fort. Auch da ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und dann auch ganz, ganz gefragt, beziehungsweise bin ich auch sehr, sehr dankbar, Ruko. Ruko ja. Hat uns letztens, jetzt haben wir uns auch mega drüber gefreut, ja. 4 Adventskalender geschickt. Ne? Ganz für süß. Dich, für mich, für die 2 Mädels. Ganz, ganz toll, mit einer schönen Karte. Das berührt uns dann immer sehr, ne? Wenn man ja. so Kleinigkeiten bekommt. Das ist, ja. ich glaube, das sind so persönlich, so privat, das ist dann wirklich ganz erwärmend. Ja, das sind die kleinen Dinge so im Leben. Ne? Ganz herzliches Dankeschön dafür. Mhm. Die unterstützen uns auch mit ganz vielen Bohrer, mit Metallwerkzeugen. Mhm. Auch ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Ja. Dann Psychos beispielsweise ja. mit ganz viel Farben, Öl, Projekte, Farben, Öl, genau, wie du schon sagtest. Terrasse, ne? Also war auch ein mega Projekt, finde ich. Genau, haben wir viel, viel angestellt dieses Jahr. Mhm. Dann hätte ich beispielsweise mit Schiebetürenbeschläge, Topfbändern. Ja. Ne? Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Partner. AS Creation, tapetenshop.de, ja, Deutschland tapeziert. Ne? Auch tolle Projekte dieses Jahr gewesen, finde ich. Das, ja, mehrfach, ja. also zum Tapezieren-Thema, das ist wirklich einfach und es werden garantiert noch nächstes Jahr viele Projekte dazu kommen, ja. über Wandgestaltung, über Kreation, über Treppengestaltung, Boden, also eigentlich rund um das Thema Haus, wenn ihr gerade dabei seid am Renovieren, dann echt unbedingt abonnieren, es werden noch ganz, ganz viele tolle, ja. schöne Projekte kommen. Ne? Genau. Ja, wir wollten einfach ein kurzes Statement oder uns kurz bei euch bedanken und ein großes Dankeschön war das jetzt. Einfach an genau. alle, die uns unterstützen. Egal in welcher Weise. Hinsicht, ne? Oder ja. ob es nur ein Like ist oder ein Herzchen oder ein Kommentar. Ja. Ne? Sind wir recht sehr, sehr dankbar bei euch. Genau, ja. das war es eigentlich auch soweit gewesen. Eigentlich das letzte, was heißt das letzte Video? Es ist ja jetzt das 5-Minuten-Update, kommt immer zum 1. des Monats raus. Mhm. Aber eigentlich werden wir jetzt, es ist jetzt kein Livestream oder sonst mehr geplant dieses Jahr. Das ist eigentlich das letzte Video von uns. So, ne? Genau, wir sind sehr eingespannt. Und trotz dessen hoffen wir, dass euch das ganze Jahr mit uns gefallen hat, auch mit den anderen Projekten, die wir so geschaffen haben. Ne? Mhm. Und freuen uns natürlich auf das neue Jahr, auf neue Projekte. Auf 2022, hoffentlich dass ohne ihr Corona. Alle dabei seid, ja. Genau. Ja, dass ihr alle wieder dabei seid. Und wir wollten ja 5 Minuten machen. Wir sind schon bei 10. Ich wollte gerade sagen. Wir verabschieden uns von euch. Hoffen, wünschen euch allen ein schönes Jahresende, guten Rutsch ins neue Jahr. Und hoffentlich sehen wir uns alle gesund und munter und fröhlich wieder bei alten Kräften. Ne? Genau. Oder neuen Kräften. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. So, Steffi, was sagst du denn zur Corona-Impfung?